Hallo und herzlich willkommen bei Project Makers. Heute bauen wir einen Brick Breaker. Viel Spaß dabei! Vor einigen Tagen hatten wir wieder ein User Request, also einen Wunsch von einem von euch. Und zwar wollte der, dass wir mal gemeinsam einen Brick Breaker bauen. Und wie ich habe da schon beim Livestream angefangen, den Livestream werde ich auch heute öffentlich stellen. Da haben wir schon mal ein bisschen angefangen, das war aber ein bisschen zäh fließend, aber heute, also heute ist der Tag danach im Endeffekt. Ich habe es gestern eigentlich schon soweit fertig gemacht, gerade noch ein paar Schönheitsdinger eingefügt. Habe ich es jetzt soweit, dass ich sagen kann, das kann man euch auch präsentieren als Mini-Tutorial. Ich habe das Spiel nicht fertig gebaut, also es gibt kein Startmenü, es geht da nur ums Spielprinzip an sich. Wenn ihr wissen wollt, wie man Sounds einfügt, wenn ihr wissen wollt, wie man ein Startmenü macht, dann guckt euch einfach mal unser letztes Game Design Tutorial an, also das Spiele programmieren für Anfänger Tutorial. Da lernt ihr diese Grundsteps, wie man sowas eben machen kann. Hier geht es heute nur um den Brick Breaker an sich. Wer nicht weiß, was es ist, ich glaube, man erkennt es schon an der Form hier im Hintergrund. Man hat eine Kugel, man hat hier unten eine Plattform, also einen Bumper, und man hat hier oben die Bricks. Bricks ist das englische Wort für Ziegel, also Brick Breaker ist auch der Ziegelbrecher. Und man hat im Endeffekt die Aufgabe, die Kugel, die hier am Anfang mit einer Kraft hochgeschleudert wird, mit dem Bumper hier unten immer abzufangen und wieder hoch auf die Kugeln zu schubsen sozusagen. Ich zeige euch das einfach mal ganz kurz, aber ich denke, dass nahezu jeder das Prinzip verstanden haben sollte. Also am Anfang passiert gar nichts, wenn wir die Leertaste drücken, dann schießen wir. Rechts oben sehen wir auch, haben wir einen Punktestand und so schubsen wir die Kugel immer wieder nach oben bzw. lenken sie immer wieder nach oben. Am Rand prallt sie natürlich ab und wenn sie nach unten fällt, das lassen wir immer machen, dann endet das Spiel. Also den Punkteziel habe ich nur eingefügt, damit wir noch irgend so ein GUI-Element haben sozusagen. Aber es wird auch kein Reset durchgeführt, ihr habt keine Anzahl an Leben. Wie gesagt, all das könnt ihr theoretisch ja auch machen und wenn das nicht könnt, dann schaut euch unser Spieleprogrammieren für Anfänger-Tutorial an. Wir gehen jetzt einfach mal ganz kurz ein auf das, was wir haben. Ich muss mal ein bisschen hier so auf Seite rutschen, sonst kann ich ja mein Mikrofon nicht vorbeisehen. Wir haben natürlich die Main-Kamera. Und wir haben alles in ein Canvas gepackt. Das ist schon mal von Anfang an wichtig. Also ein Canvas ist ja immer die Fläche, sage ich jetzt mal so dreist, also um es einfach zu erklären, die an der Kamera klebt. Das würde ich jetzt was auf die Linse kleben, sozusagen. Jetzt kommt es natürlich darauf an, das ist eben der springende Punkt. Ich habe mir einige Tutorials vorher auch reingezogen von anderen YouTubern. Und die haben das einfach mit 3D-Objekten gemacht, haben die reingelegt und haben dann mit den 3D-Objekten gespielt sozusagen. Was aber kacke ist, wir haben jetzt hier Free Aspect beim Game Mode. Ich kann es jetzt eben auch kleiner machen und es funktioniert. Ich kann es größer machen und es funktioniert. Also wir sind jetzt nicht mehr von der Aspect Rotation, also nicht mehr vom Seitenverhältnis abhängig. Das heißt, wir können 16 zu 9, 16 zu 10, 4 zu 3, whatever. Also wir können alles spielen, Hochformat, Querformat, also Landscape oder Porträt halt. Wir haben also alle Möglichkeiten der Welt sozusagen. Jetzt haben wir 16 zu 9, das ist, denke ich mal, mit das Standardformat, das gängigste. Und wie ihr seht, passt sich die Welt auch an. Dafür nehmen wir eben ein Canvas und nehmen Images statt Sprites, denn dann können wir das alles schön an dem Bildschirm anpassen. Das Canvas ist hier auf Scale with Screen Size eingestellt, in dem Fall auf 1920x1080 Pixel. Das ist nur wichtig für die Pixelangabe für eure Objekte, die ihr innen hin und her schiebt. Ich habe aber gern eben Full HD, weil das eben das ist, woran man sich am meisten orientiert. Und dafür lege ich meist auch meine Game-Objekte von den Grafiken aus. In dem Fall natürlich nicht, weil es ja alles diese Standard-Unity-Grafiken sind. Aber prinzipiell lege ich meine Grafiken aus. In dem Canvas haben wir ein Panel. Das haben wir schon mal in unseren Tutorials gelernt. Dass, wenn wir ein Canvas haben, dass wir ein Panel machen. Dass, wenn wir irgendwas wollen, dann können wir das Panel im Endeffekt auch verschieben sozusagen. Das Panel ist auf Stretch eingestellt. Das ist die Standardeinstellung. Und wir haben hier hinten ein UI-Sprite, also ich habe das auf den helleren Sprite gestellt und auf komplett weiß eben. Das könnte man natürlich auch in der Farbe ändern, das ist der Hintergrund sozusagen. Ne? Da könnte man vielleicht auch levelabhängig ändern, das ist ja dann euch überlassen. Jetzt haben wir die verschiedenen, also wir haben noch das Event-System, das kommt automatisch mit, wenn man kann was machen. Das hat mit der Eingabeforderung zu tun, auch dafür gibt es unsere Tutorials. Wir haben jetzt noch links, rechts und oben, also unseren Rand sozusagen. Wir sehen hier schon, links und rechts ist sehr, sehr, sehr lang. Die habe ich sehr lang gemacht. Und oben hat immer die gleiche Breite, damit wir das im Endeffekt so lang ziehen können, wie wir möchten. Wir könnten auch sagen, dass die sich stretchen
oben und unten. Aber wusste ich jetzt nicht, wie das so aussieht, beziehungsweise wie das dann wirkt. Und im Endeffekt haben wir, wäre das jetzt nur möglich, weil wir einfarbige Rahmen haben. Hättet ihr jetzt Muster drauf oder so, dann ist das Stretchen auch wieder eine sehr unschöne Sache. Also habe ich sie einfach größer gezogen. Oben haben wir gelassen, wie es ist. Also oben ist einfach die gewisse Breite eben. Unten ist dann wieder speziell. Achso, genau, wir müssen noch drauf eingehen. Wir haben hier einfach einen Box Collider und haben den kein Tag gegeben. Wir haben also im Endeffekt wirklich nur einen Box Collider und das Bild. Wir haben dann unten haben wir einen Box Collider und einen Trigger. Ein Trigger kann es durchfallen, müsste nicht unbedingt ein Trigger sein, aber wir haben einen Trigger gemacht, damit er eben sozusagen durchfällt, die Kugel, und nicht aussehen wieder zurückgeschossen wird. Dann haben wir noch ein Tag Reset. Also wir haben den neuen Tag gemacht, der heißt Reset. Und den haben wir dem unteren gegeben, damit die Kugel später entscheiden kann, so hey, ich habe den Reset berührt, dann muss ich resetten sozusagen. Jetzt haben wir noch ein entscheidendes Element, unser Spielelement, den Bumper. Habe ich hier mal grün gefärbt. Wir haben in dem Bumper, bauen wir Komponenten, dazu kommen wir, wenn wir gleich auf Script eingehen, eine Geschwindigkeit. Ich habe hier einfach noch ein Shadow eingefügt, damit er ein bisschen schöner aussieht. Und einen Polygon-Collider. Da kommen wir jetzt zu was, was so ein kleiner Trick ist, um das Ganze etwas individueller zu gestalten. Der Polygon-Collider, den sieht man jetzt hier ganz schlecht. Ich hoffe, ihr könnt ihn so ein bisschen erkennen hier, weil alles grün ist. Wir haben hier oben eine gerade Fläche und haben die Ecken hier so abgeschnitten sozusagen. Und da unten einfach wieder außenrum gemacht. Aber links und rechts die Ecken haben wir so schräg abgeschnitten. Das hat einfach damit zu tun, normalerweise, wenn die Kugel drauf fällt und ihr habt eine komplett gerade Fläche, dann wird sie immer wieder in dem Winkel abgeschossen, in dem sie drauf fällt. Das ist wie mit Licht, das sich spiegelt. Und wenn wir jetzt hier aber schräge Ecken haben, dann können wir aufgrund dessen, dass wir die Kugel zum Beispiel mit der rechten oder mit der linken Seite berühren, etwas beeinflussen. Je nachdem, wie stark wir die Ecken hier machen, je nachdem wird die Kugel natürlich anders beeinflusst, weil ja die Fläche, auf die sie trifft, eine andere Richtung hat. Das sehen wir aber gleich nochmal im Spiel, da kann ich euch das nochmal genauer zeigen. Wir haben die Kugel an sich. Die Kugel hat einen Rigid Body, die Kugel hat einen Circle Collider, die Kugel hat ein Script, auch wieder Shadow drauf. Und ist natürlich ein Image, in dem Fall der Knopf, das Knopf-Image. Das sind die im Übrigen die Standardbilder, die bei Unity schon dabei sind. Dann haben wir Minimal und Maximal, so nennen sich diese zwei Objekte, die kein Image haben. Das sind im Endeffekt nur Game-Objekte. Da habe ich den Bumper genommen, habe den kopiert und habe einmal ganz nach links gezogen, also bis zum Anschlag im Endeffekt, und einmal ganz nach rechts, bis zum Anschlag, also bis zum Rahmen hier sozusagen, ne? Bis man hier drankommt. Ich mache mal hier Maximal, sehen wir natürlich so nicht. Und damit legen wir die X-Position des Bumpers fest. Wichtig ist, dass die Minimal und Maximal, die sind in dem Fall links und rechts ausgerichtet, damit die auch immer links und rechts an der Kante bleiben. Und der Bumper ist natürlich in der Mitte ausgerichtet. Aber er funktioniert, also sie fährt dann maximal bis nach links und bis nach rechts. Dann haben wir noch die Brick Wall. Da haben wir ein neues Panel erstellt. Und da gibt es einen einfachen Trick in dem Panel, also ihr erstellt hier eure Brick, fangen wir hiermit an, hat einfach nur einen Box Collider und den Tag Brick bekommen und eine andere Farbe eben, auch das Image ganz normal, wie alle unsere Objekte hier. Und das habe ich als Prefab schon mal gespeichert, damit wenn ich einen ändere, damit sich gleich alle ändern. Und in der Brick Wall haben wir einfach ein Panel gemacht, dem Panel haben wir dem Grid Layout Group gegeben, also dass er automatisch die Gruppe sortiert sozusagen. Das machen wir nochmal weg. Wenn wir jetzt Grid Layout Group wegmachen und wir passen das Ganze an, jetzt ändert sich nichts mehr, wie ihr seht. Lassen wir jetzt Grid Layout Group, schieben das Ganze mal ein bisschen zusammen, können wir das ändern. Solange ihr Grid Layout Group angeschaltet habt, werden die Teile automatisch sortiert. Wenn ihr es jetzt ausschaltet, bleiben die Teile an den gleichen Positionen stehen, aber das Grid Layout Group wirkt nicht mehr. Also wird jetzt eine Veränderung vorgenommen, passt sich der Rest nicht automatisch an. Zeige ich das einfach mal. Wenn ich das jetzt anlasse, Grid Layout Group, wie gesagt, jetzt werden die Ziegel hier oben automatisch angeordnet. Und jetzt geht immer der letzte weg sozusagen. Also einer, jetzt habt ihr das gesehen mit der Ecke hier. Ich habe mit der Ecke angestupst und dann haben wir schräg angestupst im Endeffekt. Also wenn wir jetzt einen zerstören, dann geht der letzte weg, weil der, wo zerstört wird, der kommt zwar raus, aber die restlichen werden angepasst sozusagen. Das war jetzt natürlich, ja, zeig's nochmal ganz kurz. So. Genau, und jetzt seht ihr, dass immer der letzte sozusagen weggeht. Also der verschwindet, aber die anderen rutschen nach. Schalten wir jetzt Grid Layout Group aus.
dann sortiert er nicht mehr automatisch und dementsprechend verschwindet auch nur der, den wir berühren. Das ist ja das, was wir wollen letzten Endes. So, da setzen wir, wie gesagt, einfach unsere Game-Objekte rein, also unsere Bricks. Und dann haben wir oben noch Point. Point hat einen Text. Wenn ihr sowas schnell machen wollt mit einem Bild und einem Text, dann nehmt einfach den Button und löscht aus dem oberen Objekt, also rechte Maustaste, ne? UI und Button und löscht aus dem oberen Objekt einfach das Button-Script bzw. die Button-Komponente raus. Und dann habt ihr ein Hintergrundbild sozusagen und einen Text direkt. So, hier oben haben wir also im Endeffekt einen Brick kopiert, kann man sagen, von der Größe her. Haben das hier oben reingesetzt, rechts oben bündig, mit einem bisschen Abstand, wo ein Text drauf ist. Points hat ein kleines Script, das nennt sich Points, und in dem Points-Script wird Text, also unser Textelement, definiert. So, jetzt wisst ihr eigentlich schon alles und jetzt können wir uns ans Skripten machen, beziehungsweise können uns das Ganze mal anschauen. Ich würde sagen, wir fangen mit Points an, weil es das Einfachste ist. In Points brauchen wir die Unity Engine und die Unity UI Engine, also Unity Engine.ui. System Collections bräuchte man gar nicht, steht nur vom Anfang an immer mit dabei. Dann brauchen wir ein Public Game Objekt, Start können wir hier rauslöschen. Wir brauchen ein Public Game Objekt und zwar den Text, das habe ich eben gezeigt, und ein Private Int, also ein Integer, die Punkte. Dann können wir sagen Public Void Points, also eine öffentliche Variable, eine publique Variable, Points mit dem Integer Punkte, also da wird ein Integer mit übergeben. Und dann Points, Punkte, Plus, Punkte, Text, GetComponent, Punkt, Text, Punkte to String. Glaube ich, sollte bekannt sein. Also das heißt nur, dass wir zu der Int, zu dem Integer Punkte, die Punkte, die hierher gesendet werden, hinzufügen und das Ganze dann in den Text schreiben. Mehr macht diese Punkte-Variable eigentlich gar nicht. Das ist sehr, sehr simpel, sehr einfach gehalten. Dann haben wir den Bumper Movement, das habe ich auch im Livestream gezeigt, der ist auch so beinahe unverändert, das OnTriggerEnter habe ich weggemacht. Hier haben wir einmal, beziehungsweise dreimal ein Rect Transform, einmal für den Bumper selbst, also die Position des Bumpers. Wichtig ist, dass ihr hier nicht Transform, sondern Rect Transform nehmt. Das kann sonst zu Problemen führen beim Bewegen bzw. beim Ausmessen der Position, wenn ihr normal Transform nehmt. Da wir ein Canvas haben, nimmt bitte Rect Transform. Also haben wir die aktuelle Position unseres Bumpers und wir haben die minimale und die maximale Position sozusagen, die wir vorhin festgelegt haben. Dann haben wir noch den Speed, der ist natürlich auch ganz elementar und haben hier ein Public Void Move Float Direction, also auch wieder mit einem gewissen Wert, eine Funktion, eine öffentliche. Wichtig ist, ich habe diese Funktion ja reingepackt, wir hätten das auch gleich ins Update schreiben können, damit wir die Möglichkeit haben, uns Buttons zum Beispiel zu generieren und mit den Buttons auf diese Void zuzugreifen, also auf diese Funktion zuzugreifen. Das ist immer zu empfehlen, wenn es passiert, dass man theoretisch mehrere Sachen, also mit mehreren verschiedenen Optionen eine gewisse Funktion ausführen kann, also zum Beispiel im Bewegen, ne? Einmal mit den Tasten, dann vielleicht mit einem Joystick und eventuell mit einem, ja, mit dem Kippen des Handys etc. So, wir wollen also auf diese Void zugreifen, das heißt, wir senden einen Wert mit Direction. In dem Fall machen wir das hier unten bei Update, fragen wir ab, ob wir die horizontale Achse bewegen, also wenn die nicht gleich 0 ist, das heißt, wenn wir links oder rechts drücken sozusagen, dann Move, dann ruft er diese Funktion auf, Input get axis horizontal mal Speed, er sendet also den aktuellen Wert unserer Achse mal die Geschwindigkeit. Das ist dann der Float, der hier ankommt. Dann fragen wir if bumper transform.position.x kleiner als minimale x-Position und direction größer als 0. Also ist der Bumper nicht ganz links und ist die Richtung, in die wir drücken, ganz links. Das heißt, wenn wir noch nicht links sind, aber nach links drücken, dann bewegt sich der Bumper, bumper position. Jetzt also eine neue Position, new vector 3, bumper transform position x plus direction, das ist der Weg, also wir bewegen ihn in dem Fall dann nach links und y und z Position bleibt gleich, die übernehmen wir einfach wieder. Das gleiche fragen wir nochmal andersrum ab, ist die Position x kleiner als maximale Position und ist die Direction größer als 0, also sind wir noch nicht ganz rechts und wollen wir nach rechts, dann bewegen wir den Bumper auch wieder.
Das ist also schon die ganze Bumper-Funktion, so bewegen wir unser Objekt und können das jetzt, wie gesagt, auch mit Buttons einfügen. Da müssten wir halt sagen, wenn wir den linken Button drücken, dass eben ein Wert minus 1 zum Beispiel kommt, mal Speed dann natürlich, ne? Und wenn wir rechten Button drücken, müsste der Wert positiv sein. Also rechts ist positiv, links ist negativ in dem Fall. So, wir haben dann den Ball. Der Ball ist schon minimal komplex, aber auch eigentlich relativ einfach. Hier brauchen wir natürlich wieder einen Speed, wir brauchen einen Rigid Body und wir brauchen das Game-Objekt Kugel an sich, beziehungsweise in dem Fall das Prefab der Kugel. Speed stellt die Geschwindigkeit dar, der Rigid Body ist einfach nur der Rigid Body des aktuellen Game-Objekts. Ich habe es eben nur so reingeschrieben, damit es abgekürzt ist nachher, dass wir nicht jedes Mal GetComponentRigidBody schreiben müssen, sondern einfach RB schreiben können. Und wie gesagt, das Prefab der Kugel. Dann haben wir Private Vector 2, die Startposition brauchen wir. Private Vector 3, den Scale brauchen wir. Dann Private Bool, also eine Variable, das sind Bool, ne? Der den Start definiert, also dieses Leertaste drücken sozusagen, ob das funktioniert oder nicht. Und Private Game Object Points, das sind unsere Punkte, da wollen wir was hinsenden. Und Private Vector 2 Richtung, also in welche Richtung ja beim Anfang beim Leertaste drücken hin geschossen wird. So, in der Startfunktion sagen wir Richtung gleich New Vector 2, also die Richtung, wo man am Anfang wie gesagt hingeschossen wird, wenn man die Leertaste drückt, beziehungsweise auch nach dem Reset, ist gleich Random Range minus 1 bis 1. Ist wichtig, dass ich hier Float angebe, damit der Wert nicht einfach nur 1, 0 und 1 ist, sondern wirklich auch Kommazahlen haben kann. Heißt im Endeffekt, auf der X-Achse ist der Wert irgendwas zwischen minus 1 und 1, wohin die Kugel geschossen wird. Und nach oben machen wir immer einen Float, das heißt, die Kugel wird immer nach oben geschossen in einem gewissen Winkel eben, je nachdem, welche Aspect Rotation ihr habt etc. Also in diesem Bereich wird die Kugel eben abgeschossen. Dann haben wir die Points, ist gleich Game-Objekt, Find Points. Da haben wir es uns einfach gemacht. Also die Kugel wird im Prefab, das dann gelöscht wird, wenn es resettet wird und wird neu hingesetzt, also neu instanziert. Da könnten wir nur wieder ein Prefab angeben und nicht das Objekt direkt, was schon in der Hierarchie besteht. Was heißt für uns im Endeffekt, wir können das Objekt Points gar nicht so direkt auswählen und als Public zum Beispiel reinziehen. Deshalb sagen wir einfach Points gleich Game-Objekt, Find Points. Also er sucht nach einem Game-Objekt mit dem Namen Points. Und da haben wir nur eins, das ist auch wichtig, dass ihr dann da auch nur eins habt. Und das setzt ihr dann an diese Stelle sozusagen. Die Startposition ist gleich Transform Position, also beim Start ist die aktuelle Position, wird gespeichert in der Variable Startposition. Und Scale wird auch die aktuelle Größe gespeichert, was den Vorteil hat, wenn ihr jetzt spontan im Editor sagt, okay, die Kugel müsste ein bisschen größer oder kleiner sein, ein bisschen weiter links, ein bisschen weiter rechts, dann könnt ihr das einfach einstellen und es wird auch bei jeder neuen Kugel dann automatisch übernommen, ohne dass ihr im Script irgendwas umstellen müsst. Und die Startvariable, also der Bool, ist true, also ist wahr. Dann fragen wir ab onTriggerEnter2DCollider2DCoal. Bitte vergesst nicht, wenn ihr 2D macht, überall das 2D mit hinzuschreiben. Ohne 2D funktioniert nicht. Wir fragen ab, if Collider Tag gleich Reset, also berühren wir den Collider des Resets, also von dem unteren Balken sozusagen, von dem unteren Rahmen, wenn man so möchte, dann erstellen wir ein Game-Objekt, also wir instanzieren, macht das bitte mit einem Objekt hier vorne, also ein GameObject.instanciate und hier hinten ein AsGameObject, dann könnt ihr nämlich nachher, also gleich in der nächsten Zeile auf dieses Game-Objekt zugreifen, um dem noch gewisse Werte geben. Okay, also wir instanzieren also ein Game-Objekt, GameObject.instantiate, sagen, das Game-Objekt soll die Kugel sein. Die Kugel definieren wir hier oben ja als Public Game-Objekt, das ist unser Prefab. An der Startposition, Quaternion, das ist ja wieder die Rotation, Identity, das heißt die gleiche. Und sagen Transform Parent, damit können wir definieren, also mit dem vierten in der Reihe, können wir definieren, was das Überobjekt, also das Parent-Objekt des jeweiligen instanzierten Objekts sein soll. Da wollen wir das von der aktuellen Transform, also von unserem jetzigen Transform, das Parent soll auch dessen Parent sein. Denn wenn wir es außerhalb des Canvas instanzieren würden, dann wäre die Kugel irgendwo, aber nicht da, wo sie sein soll. Dann natürlich, wie gesagt, als Game-Objekt. Und jetzt müssen wir noch sagen, weil es da einige Probleme gibt beim Instanzieren, was Seltsames nicht sein sollte. Aber um sicher zu gehen, im Endeffekt habe ich es nochmal so gemacht. Objekt.transform.localScale gleich Scale. Also die aktuelle Größe, wenn wir es transformieren und dahin setzen, dann ist die Größe des Ganzen auch die Größe von dem, was vorher war im Endeffekt. Und danach sagen wir Destroy this GameObject. Wichtig ist, dass ihr nicht nur schreibt this, sondern also this wäre das Script
Und this GameObject ist das GameObject, auf dem das Script sitzt. Das heißt, wir destroyen, also wir zerstören das GameObject, das da gerade in den Reset gefallen ist. Ist logisch, wir brauchen ja nur eine Kugel und die wurde ja gerade neu instanziert. Dann haben wir OnCollision Enter 2D Collision 2D Collider, beziehungsweise Cole. If Collig, also ist das GameObject Tag, ist der Tag des GameObjects. Hier müsst ihr im Übrigen Cole GameObject Tag schreiben, nicht einfach Call Tag, das funktioniert hier nicht. Gleich Brick, also berühren wir einen Brick. Dann machen wir Points, Send Message, also an unser GameObject Points, senden wir eine Nachricht mit dem Namen Points und dem Wert 1. Hier unsere Funktion heißt Points und senden den Wert, also ein Integer-Wert, ne? 1. Ups, hier müssen wir hin. Das brauchen wir, um zu sagen, okay, wir bekommen einen Punkt, wenn wir eine Ziegel berühren. Natürlich könntet ihr jetzt verschiedene Ziegel erstellen, also einfach verschiedene Tags nehmen, Brick 1, 2, 3, 4, 5 und könntet dementsprechend verschiedene Punkte geben. Den könntet ihr natürlich auch verschiedene Farben geben, damit könnt ihr das ganze Spiel noch schön ausbauen. Also wir bekommen einen Punkt, wenn wir einen Brick berühren und dann wird das GameObject zerstört in einer Zeit von 0, also es wird sofort zerstört. Danach haben wir dann noch in der Update-Funktion, das ist dann die Abfrage mit der Leertaste eben, die wir gerade drücken, if input get button down jump. Das ist wichtig, dass ihr get button down oder get button up macht. Wenn ihr nämlich get button macht, dann wird die Taste so lange gedrückt bzw. so oft repeated, wie ihr die Leertaste zum Beispiel gedrückt haltet. Was bei add force tödlich ist, denn wenn ihr mehr als einen Frame drauf bleibt, fügt ihr in jedem Frame diese Kraft hinzu. Und wenn ihr jetzt als Beispiel, weil wir ja auch ein Update haben hier in dem Fall und nicht fix ein Update, als Beispiel, ihr habt 120 Frames, bleibt eine Sekunde drauf, fügt ihr die Kraft 120 Mal hinzu. Also macht ein Get-Button up oder Get-Button down. Also Get-Button down, ne? Wenn die Taste gedrückt wird, also nach unten gedrückt wird, Get-Button up, in dem Moment, wo ihr loslasst, ist dann auch wirklich immer nur ein Befehl. Und ist Start, ne? Also ist Start gleich True. Dann sagen wir RB, also unser Rigid-Buddy, den wir oben definiert haben, Add Force, Richtung mal Speed, mal 100, den Wert 100 habe ich einfach nur genommen, damit der Speed-Wert von unserer Kugel, den wir einfügen, angenehmer ist im Endeffekt. Dann Force Mode 2D.Force, das ist der Force Mode einfach. Es gibt noch Impuls, glaube ich, heißt das andere, aber der ist hierfür nicht so geeignet. Aber das können wir irgendwann anders mal durchnehmen, diese Force Modes. Dann haben wir noch Start gleich False. Wir setzen natürlich den Start wieder zurück, sonst könnten wir immer wieder hier drücken im Endeffekt, dass wir sozusagen auch wirklich noch einmal die Kraft hinzufügen können. Und das war es auch schon. Ich würde... Entschuldigung, ich sehe es hier unten gerade. Wir haben natürlich, wie gesagt, die Brick als Prefab. Wir haben die Kugel als Prefab. In die Kugel haben wir dann auch reingezogen, ne? Die Kugel als Switcher Buddy, die Kugel als Kugel. Und wir haben noch eine Physik erstellt. Und zwar haben wir, kann man einfach rechte Maustaste, Create Physics 2D, wenn ich es finde, Physics 2D Material. Dann bekommt man sowas hier. Da kann man dann dem Ganzen einen Namen geben. Wir haben das einfach Bumpy genannt, das haben wir auch noch im Livestream gemacht. Und wichtig ist, dass hier Friction, also die Reibung auf 0 und die Bounciness, hört sich ja schon so perfekt an, auf 1. Heißt, er wird immer mit der gleichen Kraft zurückgeschlagen, mit der er auftrifft. Da wir Friction 0 haben, heißt es, wir haben keine Reibung, ist im Endeffekt wie in einem luftleeren Raum. Das heißt, die Kugel verliert nie ihre Geschwindigkeit, auch wenn sie nur einmal Kraft hinzubekommt. Beziehungsweise nicht aufgrund dessen, dass sie durch den Raum gleitet, sondern eher, weil wir zum Beispiel, ja, weil wir irgendeinen Blödsinn mit dem Bumper machen oder so. Also, recht viel mehr gibt es, glaube ich, gar nicht zu sagen. Bumper, genau, haben wir einmal minimal und maximal eben reingezogen, das, was ich vorhin erklärt habe. Und wir haben den Bumper Rack Transform selbst. Und dann funktioniert das Ganze schon. Wir drücken Leertaste. Wir sehen, das Objekt wird an einem gewissen Winkel abgeschossen. Wenn jetzt mal hier so. Zack, jetzt sehen wir, das Kugel wird nach links geschossen. Wir haben jetzt relativ weit rechts. Wir können sie nicht ganz abbremsen. Aber jetzt sehen wir, jetzt fällt es zum Beispiel nach rechts zurück. Wenn es auf eine gerade Fläche auftrifft, wie gesagt, dann ist es immer der gleiche Winkel, wie sie auftrifft, wird sie wieder abgeschossen. Und jetzt müsste, genau, jetzt haben wir leicht nach rechts. Wir probieren das mal. Und jetzt seht ihr, die Kugel wird nach links geschossen. Also es ist immer ein bisschen eine Variable drin. Ist natürlich euch überlassen, ob ihr das so haben wollt. Ich fand es so cooler. Und auch diesen kleinen Trick, in Anführungsstrichen, mit dem Polygon-Collider auf dem Bumper, finde ich, ist eine ziemlich coole Sache, um das Ganze etwas individueller zu machen.
Und jetzt liegt es im Endeffekt an euch, daraus was zu machen. Ihr habt jetzt gesehen, wie sowas das Grundprinzip funktioniert. Jetzt müsste man natürlich noch ein Startmenü hinzufügen, man müsste ein paar Sounds hinzufügen, man müsste hinzufügen, dass etwas passiert, wenn man zum Beispiel, dass man am Anfang an drei Leben hat, beispielsweise, oder drei Kugeln, und dass, wenn man die drei Kugeln verliert, dass die Level entweder resettet, dass man wieder ins Startmenü kommt, dass ein Game-Over-Bildschirm kommt, was auch immer. Wie gesagt, liegt an euch, macht was draus. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Habt ihr weiter kreative Anregungen und Wünsche, schreibt sie unten in die Kommentare. Hier habt ihr noch ein Da habt ihr noch ein paar Videos von uns, da könnt ihr einfach mal draufklicken. Oder ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.